So, hallo, wir machen weiter. Bei Super Mario Maker 2 und ja, es ist nach wie vor hier die Aufnahme mit dem jetzt nicht ganz so guten Headset mit der Situation, sag ich mal. Ist klar, weil ich brauche Parts und im Moment habe ich halt noch nicht mein Dings wieder. Meinen Popschutz. Ich hoffe, dass es mit dem dann wieder besser wird, ansonsten muss ich mal in die Einstellungen gehen, aber es kann mir fast nicht vorstellen, dass es nur an dem liegt, weil ich doch ein bisschen arg leise geworden bin, immer. Aber ich habe jetzt mal die Musik ein bisschen leiser gestellt, weil die war ein bisschen arg laut in den letzten Parts dafür. Das hat sich irgendwie alles ein bisschen komisch verstellt. Naja, ich hoffe, man versteht mich. Und wenn ich so auf den Ausschlag schaue, schlag ich zumindest stärker aus als die Musik. Ich hoffe, das passt. Und es ist jetzt nicht zu leise. Vielleicht gehe ich noch ein bisschen höher mit der Musik wieder. So ungefähr. Mal so probieren. So. Guck mal, Alina hat schon wieder was gebaut. Castle Con Conquest? Conquest. Soll das Conquest heißen? Ich nehme an, es soll Conquest heißen. Oder ist es ein Wortspiel mit Ka aber Kong kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, es heißt Conquest. Ja, guck mal, hier steht's auch. To conquest the castle. Bowser ist also im Urlaub. Speedrunnisch zwei Checkpoints. Twakes hat 1,15 gebraucht. Okay. Den Rekord holen wir uns wahrscheinlich dann nicht. Aber das Level werden wir natürlich spielen. Entschuldigung, das Level werden wir natürlich spielen. Ah! Okay. Habe ich schon rechtzeitig verstanden, aber dann habe ich hier nicht mehr rechtzeitig geschaltet. Gut. Zack, zack, hopp, zack und zack. Und jetzt, keine Ahnung, da ist er. Da laufen wir einfach durch. Da muss ich Spinny. Okay, wie kommt man denn so weit mit einem Spinjump? Okay. Ah! Falsch. Nicht rechtzeitig, nicht gut genug. Nicht nachgedacht. So. Ich werde trotzdem versuchen, alleine schon aufgrund der Upload-Situation den Part nicht allzu lang zu machen. Ich denke mal eine halbe Stunde maximal. Ich kann die Stunde nicht. Das hat letztes Mal, das hat über die ganze Nacht hochgeladen. Und war selbst zu früh dann nicht fertig, wobei ich festgestellt habe, dass der Laptop sich zwischenzeitlich ausgeschaltet hat. Ich weiß nicht ganz, woran das lag. Ich springe es so spät es geht. Hä? Es war wohl noch nicht so spät es geht. Was mache ich denn da falsch? Oh boy, ist das knapp. Aber es geht ja. Okay. Nein! Das einmal kein Z und schon verhaut man's. Das ist unfassbar. Einmal ist da kein Z. So. Bin ich jetzt zu laut? Es schlägt ganz weit jetzt sogar aus. Interessanterweise. Ich bin gespannt. Also die Testaufnahme gerade war eigentlich. Okay. Bis halt auf, dass es halt, wow! Okay. Also sollte ich zu laut sein? Das ist ja der Vorteil von. Wenn man zu laut ist, kann man auf YouTube ja leiser stellen, aber wenn man zu leise ist, kann man nicht so laut stellen. Irgendwo ist dann Ende. Aber leiser geht immer. Das ist so ein bisschen wie wenn's zu warm ist, irgendwann kann man sich nicht mehr weiter ausziehen, dann ist es einfach zu warm. Aber wenn es zu kalt ist, ein Pullover geht immer noch drüber. Egal wie viele man schon anhat. Na, wirst du wohl da oben stehen bleiben. Ei. Okay, was machen wir hier? Springen. Okay, was machen wir? Ups. Vor allem, es gibt ja zwei Checkpoints. Ich habe den einen da oben schon gesehen.
Das heißt, Twax hat das alles am Stück durchgespielt. Mit den 1,15. Uff. Belastend. Das ist echt belastend. Oh. Ist das ein knapper Sprung? So. Verdammt. Nein, was mache ich denn? Das reicht nicht. Jetzt komme ich da nicht mehr rüber. Jetzt komme ich da nicht mehr rüber. Was soll das denn? Hat man jetzt genau gesehen, das war zu spät, ne? Ich habe gedrückt, als ich schon von der Plattform gelaufen bin und deswegen hat er dann nur noch den Dreher gemacht, den hier. Warum ich den jetzt gemacht habe, weiß ich nicht. Ah. Jetzt aber. Ach Gott, ach Gott. So. Jetzt, ich gehe da einfach ruhig durch. Ich will überhaupt nicht, mir geht es überhaupt nicht um die Zeit, die werde ich eh nicht schaffen. Wir müssen ja erstmal lernen, was da alles kommt. Also werde ich jetzt hier ganz ruhig da durchspringen. So. Okay, und jetzt halten wir uns auf der rechten Seite und dann können wir einfach darüber. Okay. Da rutschen wir runter. Aber wir sind gleich beim Checkpoint. Ich weiß nicht, was noch kommt, aber wir sind gleich beim Checkpoint. Ich habe ein bisschen Angst. Da oben kommen auch bestimmt Stacheln, in die ich gleich reinspiele. Nein. Aber jetzt muss ich... Okay. Ui, 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 ui. Nein! Nein! Ich hab die nicht... Nein! Da war der... Da oben waren wir gerade. Oh, ich dachte, ich muss jetzt den ganzen Weg bis dahin überwuseln. Aber ich hätte mich erinnern können, wie das am Anfang aussah. Mist. Ah, zu bald. Nee, hat gepasst. Wow. Eieiei. Das kann man bestimmt mit einem... Nee, das reicht nicht. Man muss hier zwischenhalten. Oder reicht? Da kommt man da irgendwie rüber. Keine Ahnung. Ist egal. Es geht jetzt nicht um schnell sein. Überhaupt nicht. Es geht um schaffen. Nö! Du kommst nicht mehr zu... Wenn du einmal den Wandsprung angesetzt hast, du müsstest eine Stampfattacke machen. Aber wenn du einmal drin bist, kommst du nicht mehr zu. Ach, Mist, ey. Okay. Jetzt machen wir keinen Fehler mehr. Höchstens dieser Sprung hier. Dieser Sprung hier. Da, der war zu bald. Aber das ist das Einzige, woran ich jetzt noch scheitern werde. Ah, das da oben, das ärgert mich gerade wieder. Ich hätte es ja sehen müssen. Ich hätte es ja hier schon sehen müssen. Dass ich nicht so weit rüber muss. Ich dachte, ich muss den ganzen Weg rüber. Mich, ja, rüber. Ja, so. Schwingen praktisch. Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. So rüberschwingen, aber das war's ja nicht. Ei. Ein Zeug mache ich hier. Hopp. Nein, es war zu bald. Oh, nee, es hat gepasst. Boah, ey. Ja, man müsste, man kommt wahrscheinlich ganz gezielt kommt man drüber, aber ich traue mich nicht. Traue mich nicht, das jetzt so zu versuchen, bis es passt. Ist mir zu risky. So, wir machen keinen Wandsprung. Ich mache das mit dem hier. Ich habe Angst. So,
Jetzt haben wir's. Weil den Sprung, der Sprung ist jetzt ja nicht das Problem. Haben wir ja festgestellt. Ich muss ja nur ein kleines Stück hier rüber. Und dann einfach da durch. Oh, Junge. Nie werde den ersten Abschnitt spielen. Steigt die hoch? Ja. Alles klar. Ich hätte es mir denken können, aber... Gut, ich hab's mir sogar gedacht, aber... Nein. Ja. Reingerutscht. Aber jetzt müssen wir erst wieder gucken, was hier passiert. Ich werde irgendwann versehentlich nach rechts laufen von der Fahne aus. Und dann in die Dinger rein. Es ist nicht schlimm, aber es wird mir passieren. Ich wollte mich schon mal darauf vorbereiten, dass ihr es wisst. Ah! Okay. Links, rechts und jetzt hoch. Einfach hoch. Okay. Gut. Auch das scheint einfach zu sein. Und so langsam wie das Ding hier hochfährt, dürfte das eigentlich kein Problem darstellen. Oh, Junge. Oh, Boy, es geht immer noch weiter. Nein! Nein! Ich muss nach links von da oben. Okay, aber der Abschnitt ist voll einfach bisher. Der Abschnitt macht mir kein Problem. Wenn ich weiß, wohin es geht, macht mir der Abschnitt kein Problem. Sagen wir es so. Das geht alles nicht. Ich verstehe den Matsch gar nicht. Das geht alles in Ordnung. Da war der erste Raum viel schlimmer. Schon allein aufgrund des einen knappen Sprunges. Wobei, es war eigentlich nur dieser eine knappe Sprung. Alles andere ist okay. So, und auch das ist zeitlich voll in Ordnung. Easy. Ah, da ist schon der nächste. Wait, da geht's aber noch höher. Aha! Habe ich das Leben doch bekommen. Sieht man, wie weit die Lava noch? Die ist noch richtig weit weg, ne? Die kommt. Ah, naja, wobei. Die steigt dann irgendwann schon ein bisschen schneller. Okay. Also zu viel rumhuseln darf man auch nicht. Oh, ich glaube, ich hätte... Ja. Alles klar. Ich bin... Oh, no. Ich muss den doch selber auslösen. Ich dachte jetzt irgendwie, der wird für mich ausgelöst. Wird er ja gar nicht. Oh, ja. Guter Sprung. Ach, komm schon. Was mache ich denn? Aber ich muss halt schnell sein. Ich kann jetzt nicht so langsam hier. Ich muss ja direkt weiter. Sonst drückt er mir nachher den Boden weg. Da hat man ja schon gesehen. Der Boden ist gleich weg. Jetzt zum Beispiel. Da ist mein Ziel. Okay. Aber also Twakes ohne Checkpoint. Einmal komplett durch. Uff. Und das sind 1,15. Ich habe jetzt 2,49 gebraucht. Was? Wir probieren mal einen Ansatz. Einen Ansatz probieren wir mal, aber ich glaube nicht, dass ich an die 1,15 rankommen werde. Vielleicht Sub 2, aber 1,15 ist schon ziemlich krass. Würde ich mal so sagen. Ich verliere halt hier Zeit. Also hier noch nicht. Hier jetzt. Da verliere ich Zeit, weil ich hier mich nicht traue. Na, es geht jetzt verhältnismäßig schnell, aber halt nicht schnell genug. Aus meiner Sicht. So, das ging ganz gut jetzt. Wow! Hätte nicht gedacht, dass das in einem Schwung durchgeht. Okay, huiuiuiuiuiuiui. Dass das in einem Schwung durchgeht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber okay. Oh, jetzt bin ich aufgeregt. Ich weiß gerade nicht, wie gut wir zeitlich drin sind. Ah, ich glaube, das geht auch schneller. Jetzt aber... Ah, es ist kein Quatsch. Nein, ich mach Quatsch. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt tatsächlich gerade. Heieieiei. So. Und hoch.
Nein! Der hat den... Hä? Der war jetzt schon an? Hä? Was? Wie? Ach, beim ersten Mal ist der schon an. Mist. Mist. Beim ersten Mal ist der schon an. Nein. Ah, aber wir sind zum 2 auf jeden Fall. Nein, der ist beim ersten Mal an. Ah. Okay, ich muss. Jetzt muss ich. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ach, Mist, ey. Ah. Was ärgerliches. Aber wir hatten Stellen, wo wir echt gut durchgekommen sind, deswegen, oh, ich weiß nicht, ob wir das nochmal hinkriegen. Dafür habe ich bei den Pflanzen da im Turm so ein bisschen rumgehuselt. Nein, das war wieder zu bald. Dafür habe ich bei den Pflanzen im Turm rumgehuselt. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Das ist der einzige dumme Sprung in diesem... Das gibt's doch nicht. Ja, jetzt bin ich ungeduldig. Jetzt haben wir's wieder. Ah, Mann. Ich hab nicht gesehen, dass der schon an ist. Ach, sowas Ärgerliches. Sowas komplett Ärgerliches. Ja, weil ich ihn hier umstelle. Ah... Ah, das hat wieder gedauert, aber egal. Ist okay. Dafür ging das jetzt wieder recht flott. Und das hier hatten wir vorhin auch. Ja, das geht tatsächlich recht flott. Okay, 260 hatten wir vorhin hier auch. Also wir sind in der gleichen Zeit unterwegs wie vorhin. Ah, da habe ich jetzt ein bisschen zu oft den Sprung gemacht. Das könnte man kürzer machen. Aber ist okay. Und hier kann ich eigentlich, glaube ich, auch schon zu dem Punkt hier ansetzen. Ich glaube, da geht das ein bisschen flotter. Ah, da habe ich echt Angst. Ich glaube, jetzt habe ich einen weniger gebraucht als vorhin. So, und jetzt ist der schon an. Ich muss einfach nur durchlaufen. Nice. Hallo? Der hat den nicht ausge... Jetzt hat er den nicht ausgemacht, ne? Ja, was macht man denn jetzt? Was ist denn jetzt? Wie habe ich den oft gescreent? Verdammt! Wie habe ich das denn jetzt geschafft? Och Mist! Das wär's doch gewesen! Mann! Diesmal konnte ich aber nichts dafür. Ah, ärgerlich. Wie ist das jetzt passiert? Oh, dafür sind wir jetzt hier ganz gut durchgekommen. Okay.
Oh ja, eine Sekunde schneller. Okay. Aber was habe ich denn vorhin falsch gemacht? Ist der nicht losgezogen oder was hat? Ich muss sehen, wie er dagegen prallt, ne? Ich habe es wieder nicht gesehen. Okay, ich verstehe. Ah, ist das ärgerlich. Das heißt, das kann man, wenn man zu schnell ist, versauen. Ich muss es sehen, ich muss den On-Off im Bildschirm lassen. Oder so. Das ist ja komisch. Nein! Jetzt habe ich es zweimal so schön durchgeschafft. Oh Mann! So, jetzt geht's hier echt ums Prinzip, ne? Jetzt weiß ich, dass ich es schaffen kann, jetzt will ich es auch schaffen. Vor allem will ich nicht von solchen Sachen aufgehalten werden, für die ich nichts kann. So, wieder 61, sehr schön. Oh boy, ich hab's getan. Diesmal habe ich ihn direkt mitgenommen. Aber das ist riskant. Ich glaube, in die Pflanze kann man relativ schnell reinrennen, wenn man da Quatsch macht. Ich glaube, da kann man relativ schnell reinrennen, wenn man da Quatsch macht. Ich weiß es nicht. Ja, wo ist er denn? Hä, was macht der denn für einen Quatsch? Hä? Was macht ihr denn da? Ich verstehe es nicht. Oh boy. So schnell war ich jetzt auch noch nicht. Es könnte jetzt nochmal eine Sekunde schneller sein. Ja, fast. Nicht ganz. Mein Zug ist ein kurzes Level, deswegen bin ich ja jetzt auch gereizt, das einmal durchzuziehen. Ach, jetzt habe ich hier dafür nicht. Naja. Oh boy, es geht. Es geht, es geht, es geht, es geht. Man muss sich nur trauen. Man muss sich nur trauen. So, aber was mache ich jetzt da oben? Ich habe ein Problem. Was mache ich jetzt hier? Guck mal, der haut. Hä? Hört ihr den Sound? Irgendwo hängt er noch fest, kann das?
Hört ihr das? Dong, 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 dong. Irgendwo hängt der Panzer fest, aber warum? Warum, wenn das Ding schon ausgelöst ist, hängt er da fest? Wie verhindere ich das denn? Ich müsste zweimal dagegen springen, oder wie? Ich verstehe es nicht. Wie fährt der denn da durch und warum bleibt der hängen? Weil wenn ich es jetzt mache, bleibt er nicht mehr hängen, ne? Na, jetzt löse ich den selber aus. Aber das ist doch die ist doch genau die gleiche Situation. Hier unten hat er doch noch gar nichts zu sagen. Der On-Off. Ja, jetzt kommt er durch. Hä? Warum kommt er beim ersten Mal nicht durch? Och, was war das denn? Es ergibt überhaupt gar keinen Sinn gerade. Das ist was ich mir in der Theorie einfach gerade überhaupt nicht erklären kann. Wo bleibt denn der da hängen, was mit dem man oft zu tun hat? Tut mir leid, jetzt haben wir nur dieses Level in dem Video. Aber... ich bin jetzt stur. Mir steht dieser Rekord jetzt zu, wenn ich das schaffe, da hochzukommen. Das sehe ich jetzt nicht ein. Das sehe ich jetzt nicht ein. Was ist das denn? Oh, 62, wow. Aber was... ich weiß halt jetzt nicht, was ich da machen soll. Da oben. Ja? Ich hab da ein bisschen... wenn ich den On-Off unten nochmal neu auslöse. Ich hab dann Bedenken, dass ich dann zeitlich... nein, geh doch rein! Dass ich dann zeitlich Probleme bekomme. Weil der wird mir jetzt... ja, aber dann geht's. Okay, aber dann geht's. Ich muss ihn also zweimal auslösen. Warum auch immer. Warum auch immer er nochmal ausgelöst werden muss. Was mache ich denn falsch, wenn er schon ausgelöst ist? Es ändert sich doch nichts. Es ist gerade echt merkwürdig. Es ist gerade richtig merkwürdig für mich. Der 62, okay. Aber ich will jetzt nicht noch woanders wieder scheitern. Wow, 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 das war nochmal ein Schub mehr. Holy moly. Ich bin gar nicht gelandet, ich bin direkt weiter gespinchert. Auch interessant. Boah, 34.
Gott. Schnell. Yes. Yes. Oh Gott. Ey, das war jetzt gerade mal 2 Sekunden schneller als Twix, also das war sogar noch knapp. Aber ich verstehe nicht, was da passiert ist, dass da hinten der On-Off irgendwas auslöst. Es ist interessant, aber ich verstehe nicht, was es ist. Ich wette, das ist der untere. Ich wette, das ist genau der mit den Pflanzen. Können wir kurz noch nachschauen. Ich mache gleich mal die Kommentare an. Und das hat er bestimmt bei dem da unten geschrieben. Wüsste nicht, wo er das sonst geschrieben hat. Und Spannung. Nein. Wo hat er das denn geschrieben? Doch, da unten. Da ist es. Da ist es. Man sieht es nur erst jetzt, komischerweise. Vielleicht hat es den anderen überdeckt. Okay. Gut. Eieiei. Ja, Mensch. Ein Level, ein Video. Aber das war jetzt mein Ehrgeiz, der das hier... Das musste jetzt... Das musste. Wie lange hat Alina eigentlich gebraucht? Ah, okay. Auch fast am Stück. Ich glaube, da ist sie einmal irgendwo am Ende gestorben. So ungefähr sieht das aus. Ah, jetzt sieht man ja den ganzen Aufbau. Ist da irgendwie... Aber ich komme da nicht... Ich kann es nicht ranzoomen. Ich kann es nicht ranzoomen. Aber da ist wahrscheinlich irgendwas, muss da noch sein, was das verhindert, wenn der On-Off schon an ist. Ich verstehe nicht, was es ist. Aber irgendwas muss da sein. Faszinierend. Na gut. Dann schließe ich hier ab. Bedanke mich fürs Zuschauen. Nächstes Mal machen wir dann mal bei Endlos Normal weiter. Weil es ist ja gerade nichts da und ich muss noch einen Part aufnehmen mindestens. Insofern danke fürs Zuschauen und tschüss.